Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974, an meiner Seite der großartige Starkiller. Dies ist ein Spiel vom Atari 2600 von 1989, also schon ein bisschen im späteren Lebenszyklus. Und wir sind dieser, weil nicht Arbeitssklave, weiß ich nicht. Ja gut, der Typ in dem weißen Gewand da unten, als was könnte man den umschreiben? So ein kleiner Saunagänger oder? Ihr seht schon, dieses Spielprinzip, was euch wahrscheinlich gar nicht bekannt vorkommt. Es geht darum, diese Raupe da oben zu treffen. Und das macht man dadurch, dass man einfach ja die Mauer wegmacht. Ihr wisst, die Mauer muss weg. Genau. Vieles sind das Volk. Und ich bin der Helmut. War doch alles der Hesselhoff. Jetzt hör doch auf hier. Immer diese Ketzerei. Ich dachte, das sei der Klaus Meine. Der jetzt fast noch kaputt gemacht mit seiner Pfeiferei. Der jetzt noch alles vermasselt. Du meinst, er hätte die Mauer wieder aufgebaut mit seiner Pfeiferei. Ja komm, das war die einzige Gruppe, die, glaube ich, in Russland immer spielen durfte. Neben Modern Talking übrigens. Ja gut, Modern Talking hat eh keiner verstanden. Ja, obwohl die hatten sehr sehr kritische Texte. Denk an Geronimo Cadillac. Genau, ja, Thomas Anders, ne? Und der Typ, der neben ihm stand, dessen Namen wir nicht kennen, wir nennen ihn einfach nur den Gitarrist von Thomas Anders. Die nicht Nora. Die blonde Nora. Na komm. Jetzt mach hier. Ah, komm, erwisch die Raupe. Yes! Yay! Fatality! Ja, und das ist auch das ganze Spiel übrigens. So in etwa, ja. Also, ich glaube, viel werden wir hiervon nicht zeigen. Also. Ich finde aber die Flugeigenschaften des Balls interessant oder des Quadrats. Ja, du kriegst irgendwie so Specials. Zum Beispiel jetzt hier wieder irgendwas. Mhm. Dann siehst du, da oben ist irgendwie so eine Leiste und die wird tatsächlich mal ein bisschen kleiner. Also das hat schon irgendwie Sinn. Ich weiß es jetzt nicht ganz, aber... Tja, was mich eher beschäftigt ist, was passiert dann, wenn es da keine Mauer mehr gibt? Dann kommt die nächste. Sicher? Mit Sicherheit. Es ist ein Endless Runner. Also willkommen bei Folge 4817 von Off the Wall. Kohle, Kohle, Kohle. Genau, heute bauen wir die Kohlemauer ab. Oder die Kohlesubvention, also wenn wir dabei ganz politischen Kabarett. Genau. Sagen Sie ja zu Fracking. Willkommen in der Heute-Show. Oh, interessant, das fliegt ja nur senkrecht. Na, komm. Obwohl, das kann ich jetzt 10 Stunden laufen lassen. Ja, jetzt haben wir unser Endlos-LP. Du kriegst jeden Tag 4 Folgen. Ja, aber ich sag's mal so, darf ich sagen, dass ich bessere Breakout-Games kenne? Das darfst du meinetwegen gerne sagen. Ja, wir haben's so geklärt. Ey. Es hörte sich übrigens an, der Theme hörte sich an, ganz schlecht. Ja, müsste man echt drauf achten. Er hört sich so ein bisschen an wie die ersten vier Akkorde vom Simpsons-Theme. Passt das 89 denn schon? Ja, ich glaube, das haut schon hin. Dann weiß ich, wo sie sich inspirieren ließen. Und wenn nicht, ist auch egal, dann wissen wir, wie es umgekehrt gelaufen ist. Boah, siehst du, ey, bin ich geil oder was? Ah ja, du bist Wahnsinn hier. Ah, Mist. Ah, ist es. Läuft noch trotz Game Over. Das macht mir nach. Punkte kriegen auch nach dem Spiel. Hier. Ey. Hier. Und mir hätten sie ja noch einen gegeben, wäre ich bei 2500. So habt ihr natürlich eine Highscore-Challenge für 2499 bei Off the Wall. Auf dem Atari 2600. Ah, yeah. Ja. Abschließende Worte zu diesem Meisterwerk. Kauft euch das Album Off the Wall von Michael Jackson. Es war scheiße. Und? Ich fand es kacke. Aber besser als das Spiel.
so schlecht fand ich es jetzt auch nicht. So schlecht fand ich das Album auch nicht. Also, du musst das einfach mal spielen. Also, es hat mehr Möglichkeiten als Pong. Gut, wenn man bedenkt, dass man unseren kleinen Sklaven mit einem Silbertablett steuert, ja, das hat dann schon was. Weißt du, warum mich das erinnert? Woran? An die WM in Katar. Ist jetzt aber purer Zufall übrigens. Einfach nur reiner Zufall. Das ist wahrscheinlich das Klare, hast du gesehen, da war jetzt die Highscore 2490. Die haben mir Punkte abgezogen dafür, dass wir die Demo laufen ließen. Was ist das hier, DLC von Ubisoft? Ich glaube, ich flippe aus. Ja, das sind Punktabzug in der B-Note. Alter, sie haben die Demo gekauft. Sie können nur maximal 2490 Punkte haben. Liebe Freunde, wenn Sie mehr Punkte haben wollen, kaufen Sie es in Endspiel, ne? Hier diese Homebrew-Szene von diesen Leuten, die ja nichts zu tun haben und noch für alte Kisten Games machen. Kommt mal näher. Könnt ihr mir einen Gefallen tun, dass ihr mal bei irgendeinem Atari-Game oder irgendeinem Homebrew-Title auch Echtgeld-Transaktionen einbaut? PayPal-Konto. Ja, natürlich. Sie könnten dieses Spiel freispielen, wenn Sie jetzt die 9,99 Euro direkt bezahlen. Bing! Geben Sie Ihr Bankkonto hier, siehst du, hier zwei, ein. Hier, 2490, da siehst du es. Und ich hatte 2499. Mhm. 9 Punkte kostet diese scheiß Demo, der nichts kann. 9 Punkte. Schreibt mal in die Kommentare, wie eine alte Oma dafür stricken muss, für diese 9 Punkte. Gut, es könnte natürlich auch die Steuer sein. 9 Punkte. 9 Punkte Steuer. Gut, aber das ist auch ein guter Steuersatz bei 2499. Ja, wahrscheinlich irgendwo Luxemburg oder sowas. Grüße an den großartigen Herrn Rimtu, hallo. Kannst du das mal nachrechnen? Ist das bei euch? Oder ist das jetzt die... Wir werden immer politischer, ich merke es schon. Oder ist die Trennung vom Schweizer Franken zum Euro? Ach, das kann natürlich auch sein. Aber wir wissen definitiv, dass es 9 Punkte weniger sind. Kann es nicht österreichische Schilling sein? Nee. Dann wäre es auch nicht hin. Dann wären es auch 25.528.000 oder so. Ja. Wir haben es. Off the wall. Ich bin jetzt weg. Bist du zufrieden? Ich habe fertig. Besser hätte man sie abschließen können. Und ganz wichtig, abonnieren, kommentieren, bewerten, dann können wir uns mal endlich vernünftige Spiele leisten. Und nicht sowas. Denn wir sitzen hier in einem kleinen, nassen Keller und spielen Off the Wall. Mhm. Das muss nicht sein. Das spielen wir jetzt in echt. Ja gut, Insekten sind da glaube ich auch genug. Aber eben. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.